Hello, welcome back to my tweet Echoes. Hi. Hi. Er muss durch die Tür. Ich weiß. Ja. Da sieht man schon mein Käppfältchen. Ich nicht mögen. Macht sogar mit Q10er. Ja klar. Ups. Ist einfach runtergepurzelt. Ja. Idiot. So. Also, der Boss scannst du direkt. Aha. Das ist eine. Warum bist du eine Mitra? Er ist gut. Also du kannst glaube ich die Kugel scannen und das Viech. Aha. Wenn ich nicht will. Dann hau ich dich. Machst du nicht. Cool, nicht interessant. Wo ist mein Wurm? Da, links. Oh, hallo Wurm. Ja. Ich hab glaube ich gerade gefailt. Ja. Aber der Scan Progress wird ja gespeichert. Ich weiß. Ich hab wieder gefailt. Noch nicht ganz. Wurmi, komm zu Papa. Mama. Außerhalb. Ja, ich. Jetzt hast du ihn. Das war gerade. Am Mervis gibt es insgesamt zwei Scans. Also wieder so ein Dark Vieh. Also wieder so ein Dark Schüttel. Also du kannst ihn jetzt einfach kurz genau, so lange abballern, bis dein ganzer Schutz weg ist. Am besten nicht aus dem Leben raushüpfen. Genau. Wie ist das? Und sobald er an der Kugel Warte, wieder klebt. Es klappt nicht. Ja, das heißt scheitern. Ganz einfach. Außerdem war beim letzten Mal die Sensorreste ein bisschen schief. Was hast du cool gesagt? Wenn er wieder an der Kugel hängt, da musst du ihn dann scannen. Ja, das ist gut. Ja, das ist schön. Du solltest dich trotzdem an den Boss. Ja, ich weiß. Wo ist er? Da kommt deine Kugel rein. Komm zu Mama Samusen. Noch einen Angriff und dann hängt er an der. Komm, das kriegst du so. Wir machen es so wie bei jedem Spiel. Ja. Wenn der Timer ausläuft und man stirbt, dann ist der erste nächste dran. Ey! Nicht so demotivierend. Ha. Und außerdem machen wir das erst so seit Präsenz. Scan. Wir machen das erst seit Präsenz Zwiebel so. Hat er mich gerade geschlagen? 100%. Jetzt kannst du ihn töten. Du musst auf seine drei Spitzen. Hauptsächlich ballern. Und wenn er dann lebt, musst du mit dem Morphball reinrollen. Das habe ich mir jetzt was gedacht. Und Bomben legen. Genau. Ich habe drei Bomben. Ich wollte gerade sagen, das war's dann noch. Geh wieder rein. Bleib zur Charge Büro. Wo bist du? Komm zu Mama und sagen. Jetzt sind es übrigens zwei. Das dachte ich mir schon, weil es war nach Anfang 3. Habe ich ihm gerade seine Flüssen mitgeballert? Au! Das war gemein. Okay, je weniger Panzerung wir haben, desto schneller sind sie. Das ist mir schon klar, weil es dann leichter sind. So, ich weiß. Ich glaube, der geht direkt an die Kugel. Oder erst, wenn der andere auch K.O. ist. Ich vermute mal, es erst, wenn der andere auch K.O. ist. Ja, wie habe ich so einen Drang für Kamikaze-Moves, oder? Ja. Dann ist der Kampf langweilig. Du hast gegen die Kristall geschossen. Ich hab's gemerkt. Eine lustige Szene kommt im nächsten Gebiet. Ob ich einen Kasten geschossen?
da wusste ich, da habe ich zwar das Upgrade bekommen, aber da wusste ich dann nicht mehr weiter. Okay. Also in dem Sinne habe ich das Upgrade nicht wirklich durchgelesen, oder ich habe es durchgelesen, aber habe es nicht kapiert. Ey, seit wann machst du Laser? Ja, seitdem wir uns zu zweit sind. Kannst du ihn übrigens nicht treffen, der am besten. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Ja, ich hab gerade mal hier gesucht. Du kannst einfach mit Raketen aufballern. Ja, das hat sich ja davor. Jetzt kannst du es eh nicht mehr. Bleib in der Kugel drin. Also nicht in dieser Kugel drin. Es hat funktioniert, okay. So sehe ich es besser. Warum? Weil ich dann einen 360 Grad Blick habe. Ja, der ballert dir aber die Kugel weg. Genau. Und rein. Ja, ich bin gerade dabei, okay? Ich bin gerade dabei. Ich habe auch gerade gesehen, wie meine Kugel dunkelscheiße voll ballert. Was? Du hast noch zwei Energietanks. Ja. Kein Stress. Du weißt, ich schaff. Ich weiß nicht, wo ich bin. Geh in das Viech rein. Das ist keine Königin. Jetzt gibt's wieder Loot. Schön, wie ich da als Kugel da liege, oder? Als Kugel voll. Da ist doch alles gut. Ich habe aber 4 Energietanks. Seitdem ich extra einen geholt habe für dich. Ja. Das ist aber nett von dir. Hier sind es 3 Wärmchen, oder? Das sind 3, ja. Ich hoffe, dass es in diesem Projekt wenigstens so ist, dass ich Boss abbekomme. Hast du doch gemacht. Den Springer. Ah ja, den Alpha-Springer. Den ich dann wiederholt habe. Hä? Den ich dann wiederholt habe. Nein, hast du nicht? Doch. Ich bin auch mal gestorben. Das habe ich doch nochmal machen müssen. Den Springer und den Alpha-Splinter. Den Splinter mit dem Energietransfermodul. Den habe ich gemacht. Ja, du hast auch den Springer gemacht. Weil ich bin danach gestorben, weshalb ich den Springer wiederholen musste, weil nicht gespeichert wurde. Ja, der Arsch. Ich bin auf dem Weg zum Speichern gestorben, also. Mecker nicht. Könntest du mal langsamer machen? Hast du übrigens noch 10 Minuten? Das ist mir egal. Der hat gut gedroppt. Ja. Missile-Schießen funktioniert wirklich nur, wenn du ihn voranvisiert hast. Ich hab Z gedrückt. Da kommt gerade einer auf dich zu. Wow. Ja, ich hab Matrix-like daneben gesprungen. Also den musst du noch einmal hitten. Ich weiß. Den musst du noch zweimal hitten. Ich weiß. Warum sagst du mir das? Ich weiß nicht, weil es irgendwie gerade nicht vorangeht. Weil ich schon meine Linie sprengen. Da kommt einer raus. Wirklich? Dankeschön. Irgendwie kriegst du die Hits nur, wenn sie wirklich in dir aufklatschen. Du weißt, Kamikaze ist mein Ding. Es müsste eigentlich mal so Kamikaze-Monster rauskommen. Übrigens, im Hypermodus wärst du schon lange tot. Ach was. Gibt's denn hier auch? Gibt's denn hier auch? Was? Im Hypermodus? Im Hypermodus? Ja, das ist ja der schwere Modus. Ach so, das war's. Ich war ja beim Hyper-Shooter irgendwie. Ich glaube, er wird die ganze Part in den Bosskampf gebrochen. Nee. Oh, jetzt wird nur noch einer. Und noch einen. Toll. Oh, er hat Blut gelassen.
Action. Arschloch. Jetzt musst du nur noch das überleben. Wird schon. Drei Missiles. Jetzt brauchst du keine schießen. Ja, ich hab's gerade gesehen. Au. Jetzt kannst du wieder raus. Das hat der Laser auch. Ja? Wenn du den Angriff auf einen weitermachen würdest, kannst du nicht mehr frei. Achso, ich dachte, das ist ja so. Zeit. Ich dachte, das ist ja so ein Wegbeam-Ding. Ja. Vielleicht nur versiegelt. Du solltest vielleicht in ein Kristallblase. Aber so spannender! Ja? Deine Kristallblase, wo du gerade eben warst, ist übrigens wieder an. Zu reden über die. Jetzt doch noch da. Geil. Zu reden. Geil. Ich werde schon nicht sterben. Du weißt doch, ich habe zu viel Lust zum Sterben. Ja. Ich finde es auch recht interessant. Ja. Du aktivierst die Kugel. Die Leuchtkugel. Und rennst dabei raus. Haben sie wieder alle versiegelt? Ja, deswegen arbeite mal mit den Kugeln. Da hinten ist ein voller Heilung. Da hinten ist eine. Brauche ich nicht. Was? Das ist kein Luck, das ist Skill. Man nennt sowas Skill. Das ist kein Skill bei dir. Nein. Nein. Skill darf man sagen, ich schaffe Jesua zu besiegen. Ja. Bist du wieder versucht? Jetzt komme ich in den dunklen Shoot, oder? Ein Dark Shoot, ja. Oh, ich werde jetzt schwarz. War es gerade politisch korrekt? Du hast übrigens 13 Minuten für den Bosskampf gebraucht. Ich habe schon mal hingebraucht, den Matchup von meins. Samurusen ist jetzt der Dark Saiyan. Ich finde das Visier von dem Suit geil. So, jetzt haben wir eine erhöhte Verteidigung in der dunklen Atmosphäre. Wir kriegen jetzt nicht mehr ganz so viel Schaden. Dieser Anzug ist gegen die lebensbedrohliche Umgebung des dunklen Äthers besser abgeschirmt. Das ist ja der Hauptwert, glaubt's. Genau. Visier da. Voll Visier. Da kann man eine Kanone gesucht. Wir kriegen zwar immer noch Schaden, aber es ist nicht mehr so hoch. Was bist du? Und bist du ein Bombending? Das ist ein. Ein Bombending. Drehding. Es ist ein Bombending. Drehding. Es ist ein Drehbombending. Genau. Scan. Was? Ich glaube, das ist da oben. Kann man nicht. Die dunkle Kraft. Was soll ich sagen? Was bist du? Das muss fest sein mit der normalen Hand. Hm? Natürlich nicht. Ist jetzt angetascht, bevor sie es gefistet hat. Ist das? Ach, das ist die Energie, die ich für den Stil anziehen musste. Genau. Das schaut nicht sehr nett aus.
Ich finde die Schulterplatten am hässlichsten in diesem Punkt. Energie ist uns abgeschlossen. Energie muss nun zum Tempel auf dem Aether zurückgebracht werden. Aether. Ich finde aber die Schulterplatten in den Dark Souls hässlich. Ja, mein. So. Okay. Jetzt setzt du erst zurück zum Speicherplatz und speicherst. Ja. Du springst am besten noch. Hätte ich doch. Also ich wollte keinen Double Jump machen. Entschuldigung, Booster Jump. Warum ist mein Leben voll? Weil die Energie auch dich geheilt hat. Das ist aber nett. Hast du eigentlich den Timer gestellt? Ja. Deswegen sage ich ja noch die ganze Zeit, du hast 13 Minuten für den Bosskampf gebraucht. Bla 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 und bla bla bla. Ich kann's halt, okay. Da ist ein fettes Ing-Ding. Ein was? Ein fettes Ing-Ding. Und? Ja, du musst da rein. Ach so. Was bist du? Links. Darf ich euch lichten? Ja, kommen ja wirklich noch viel Schaden in so kleinen Äther. Aber nicht mehr so wirklich. Ja. 10 Schaden pro Sekunde. Das ist irgendwie auch interessant. Ich sag, komm, nur zu viel Schaden für meinen Geschmack. Und ich bleib trotzdem draußen. Ja. Schon noch rein am Leben? Nein. Du hast alles falsch mitgekriegt. Da kommst du übrigens gerade her. Shit. Der zweite Boss ist auch geil. Fällt mir gerade wieder so ein. Ich hab gerade überlegt, wer der zweite Boss war. Also der zweite Endboss. Boss. Nicht Dark Samusen. Geradeaus! Durch die dunkle Tür. Ist das nicht Dark Samusen? Nein. Okay. Der zweite Endboss von dem Gebiet. Ach so. Dann sagte ich Endboss, sondern Gebietsboss. Das ist ein kleiner Unterschieß. Unterschieß? Ich hab noch Zeit. Du hast noch 2 Minuten. Okay. Diesen 2 Minuten werde ich so abkacken, dass du im nächsten Wart mit einem Energie gewinnst. Und mit dem halben. Ich geh zurück zum Speicherding. Das fällt auf. Das heißt, es ist genau. Ja, gut, ich hab auch nicht aufgeballert. Da. Was ist P? Dort ist ein Portal. Okay, P ist Portal. Aber du kannst es auch einfacher machen. Wenn du es richtig einfacher nochmal auf die Karte gehst, kann ich es dir auch zeigen. Ja. Dort willst du ja jetzt hin. Ja. Warte mal, was ist? Bauen wir noch hinter dieser dunklen Tür. Brauchen wir noch nicht hinter dieser dunklen Tür? Weil wir da noch nicht rein konnten. Und da brennt das Bank noch nichts. Okay. Zu dem Portal kommst du übrigens noch nicht hin. Das ist ein anderes Portal. Okay. Du musst nämlich dorthin. Also eigentlich. Unter der dunklen Tür. Unter dem Speicherraum. Genau da. Ich hab's verkackt. Nein! Ah! Durch die Tür! Du hast eine dunkle Tür. Unter der dunklen Tür. Da wo du gerade rausgekommen bist. Scroll, da ist übrigens das Lichtding. Ja, ist gut, Schlampe. Was dich das letzte Mal umgebracht hat. Ich bin nicht da gestorben, ich bin an dem. Doch, du bist darin gestorben. Ich bin an dem Äther gestorben. Okay. Komm ich auf. Ja. Wir springen nochmal. Genau. Oh. Das ist ein bisschen nach links. Genau. Jetzt bist du auf neue Tür. Und weg ist es. nimm den Lightbeam, jetzt wird's lustig. Und schießt durch alle Kugeln und Kristalle an. Warum? Jetzt durch den Pirat kommen und die rennen direkt durch und sterben direkt. Da, Kristall, schießt doch. Okay. Ah, das sind Piraten? Ja. Du kannst übrigens das Portal auch aktivieren. Links. Links. Das andere links. Geht durchs Portal und währenddessen machen wir.
nachdem wir rausgekommen sind, nochmal gerade hin. Aber wir verabschieden uns schon mal. Schöne. Bis zum nächsten Part. Ciao. Ciao. Geht durch. Pause. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.